Continue on this mystery of prayer. Wir machen weiter mit dem Geheimnis des Gebetes. Yes. So we understood prayer is an initiative coming from God, not from man. Also wir haben schon mal verstanden, dass beim Gebet die Initiative von Gott ausgeht und nicht von uns Menschen. In fact, yeah, this is another big area. All the Psalms are a perfect initiative of God teaching us prayer. Das ist nochmal eine ganz andere Thematik, aber das ganze Buch der Psalmen, es ging die Initiative von Gott aus, sie sind von Gott gelehrt. So, if you have a habit every day praying psalms, that itself will unite with the whole salvation plan of God. Also wenn ihr es gewohnt seid, jeden Tag die Psalmen zu beten, dann habt ihr Teil an dem Erlösungsplan Gottes. Das, and it is a teaching on prayer. It's like a, you are drinking prayer. Das ist so, als wenn ihr das Gebet trinkt. And you become drunk and drunk and drunk. Und ihr werdet trunken davon. Yes. So, to grow in prayer, Psalms are very important. Um im Gebet zu wachsen, sind die Psalmen wichtig. Every day, I take bath in a bathtub. At that time, it is also a time of prayer for me. I listen one of the psalms and also pray with the psalms during that time. Und ich muss aus gesundheitlichen Gründen morgens in die Badewanne gehen, und auch das ist für mich eine Zeit des Gebetes. Dann höre ich die Psalmen und ich bete mit den Psalmen. It is good. You have nowadays a lot of techniques, mobile phone, all these you can have. Prayer, psalms, etc. You can have it, so you can hear, you can sing with that. Wir sind in unserer Zeit so technisch gut ausgestattet, dass es möglich ist, über Fernsehen, Internet, dass wir die Psalmen hören können und so damit beten. One of the psalms, just I remember now, is Psalm 42. Ich erinnere mich gerade an den Psalm 42. This is, you see, maybe in your Bible it may be 43. The psalm beginning with, as the deer longs for streams of water, so my soul longs for you, O God. So wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Yes, bei uns 42. Psalm. So our soul is longing for God. Unsere Seele dürstet nach Gott. My being thirsts for God. Mein ganzes Sein sucht nach Gott. The living God. Nach dem lebendigen Gott. Oh, when can I go and see the face of God? Wann werde ich das Angesicht Gottes sehen? This is a thirst of us. Das ist der Durst unserer Seele. And word 8 says. Und dann im 42. Psalm, Vers 8. A very important point here. Ein wichtiger Punkt. Hear deep calls to deep in the roar of your torrents. All your waves and breakers sweep over me. Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser. All deine Wellen und Wogen gehen über mich hin. This is a great mystery of prayer. Again, deep calls to deep. Das ist wiederum ein tiefes Geheimnis des Gebetes. Flut ruft der Flut zu. Yeah.
deep calls the deep. So the first deep is God's initiative coming from above into our soul. Die erste Flut ist die Initiative Gottes, die vom Himmel herabkommt in unsere Seele. And so that goes so deep inside us, so we have a deep thirst for God. Und diese Flut Gottes dringt so tief in unsere Seele ein, dass wir dürsten nach Gott. Shall I sing that in my Malayalam? Darf ich das einmal singen in meiner Muttersprache? Angayude vellachattangalude irambal konde aalam aalathe vilikkunnu. Angayude vellachattangalude irambal konde aalam aalathe vilikkunnu. That means aalam aalathe, deep calls the deep. Das heißt, die Tiefe, aus der Tiefe rufe ich Gott zu dir. Also aus der Tiefe habe ich Durst nach Gott. Now, what is the first deep? The deep means it is like a torrent coming from God. Torrent. It's not like drops. Was heißt die Tiefe? Das heißt, ein Flut, ein Strom kommt von Gott herunter, nicht nur ein paar Tropfen. It's not like our sprinkling of holy water. Es ist nicht so wie ein bisschen Besprengung mit heiligem Wasser, sondern es ist ein Sturzbach. We already heard God is infinite. Wir haben gehört bereits, Gott ist unendlich. Imagine that infinite God's outpouring is like a waterfall. Und stellen wir uns vor, dieser unendliche Gott dringt wie ein Wasserfall, fällt er auf uns herab. It comes deep into our soul. Das dringt tief in unsere Seele ein. Do you believe this? Glaubt ihr das? Ja. When you believe this, that gives a deep longing for God. Wenn wir das glauben, löst das in uns ein starkes Verlangen nach Gott aus. That is how, like the deep thirst for water, my soul thirst for you, God. Das löst dann aus, dass wir sagen können, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Okay, coming back to, so this is the way God's plan of prayer. Das ist der Plan des Gebetes Gottes. 2564 in the Catechism says, Christian prayer is a covenant relationship between God and man in Christ. Und der Nummer 2564 im Katechismus. Das christliche Gebet ist eine Bundesbeziehung zwischen Gott und dem Menschen in Christus. We already began to explain this in the last talk. Wir sind schon angefangen, darüber nachzudenken. But pay attention now. It is the action of God and of man. Jetzt seid aufmerksam. Es ist Handeln Gottes und Handeln des Menschen. Springing forth from both the Holy Spirit and ourselves. Es geht aus dem Heiligen Geist und aus uns hervor. Wholly directed to the Father. Es richtet sich ganz auf den Vater. In union with the human will of the Son of God made man. In Vereinigung mit dem menschlichen Willen des menschgewordenen Gottessohnes. That's why we say, we make this prayer through our Lord Jesus Christ. Deswegen beten wir immer nach dem Gebet als Doxologie. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Yes. So prayer is addressed to God the Father. Through Jesus Christ, by the working of the Holy Spirit and also our spirit. Das Gebet ist gerichtet an den Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist. And our spirit zusammen. Und zusammen mit dem Geist, der in uns ist. So Holy Spirit and our spirit together is working and offering the prayer through Jesus Christ to the Father.
Der Heilige Geist wirkt mit dem Geist, der in uns ist, dass das Gebet durch Christus an den Vater gerichtet wird. So this is a general diagram how the prayer is raised to God the Father. Das ist so ein allgemeines Diagramm, wie das Gebet an den Vater gerichtet wird. And 2565. In the New Covenant, prayer is the living relationship of the children of God with their Father, who is good beyond measure, with His Son Jesus Christ and with the Holy Spirit. Unter Nummer 2565. Im neuen Bund ist das Beten die lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Now the next sentence is very important. Der Satz, der jetzt kommt, ist sehr wichtig. The grace of the kingdom of God is the union of the entire holy and royal Trinity with the whole human spirit. Die Gnade des Gottesreiches ist die Vereinigung der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit mit dem ganzen Geist des Menschen. This is what it is already existing in us, but still we don't fathom it. We are not able to measure it. We are not able to experience it often. Das ist in unserem Herzen schon grundgelegt, aber wir machen zu wenig die Erfahrung damit. Wir machen zu wenig Gebrauch davon. In every holy mass, the prayer begins with the grace of our Lord Jesus Christ, love of God and the fellowship of Holy Spirit be with you. Die heilige Messe beginnt immer damit, die Gnade des allmächtigen Gottes, die Liebe, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. And we say, yes. Und wir sagen, ja. And also with you. Und mit deinem Geiste, sagen wir. That itself is a big thing. Das an sich ist schon eine große Sache. So, this is because of the covenant relationship. Das ist the grace of the kingdom of God is. Das ist die Gnade des Gottesreiches, ist die Vereinigung der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit. We already learned this expression, grace is participation of divine nature into human nature. Wir haben bereits gelernt, Gnade ist die Teilhabe der menschlichen Natur an der göttlichen, yes, Natur. So God, the Holy Trinity, is united, want to give his life into our soul. Also die allerheiligste Dreifaltigkeit möchte das göttliche Leben in unsere Seele ausgießen. It is done. It's already. Das ist bereits geschehen. We are already in that. Wir bewegen uns darin. Das ist in uns. If you are little bit, if we pay attention to that, we will feel a flood, deep flood flowing in us from him. Wenn wir darauf ein bisschen Aufmerksamkeit richten, wenn wir uns darauf konzentrieren, wenn uns das bewusst ist, dann werden wir das spüren, dass diese Flut in uns ist. That's why every possible time we have to remember the Trinity. So even before we eat, we remember the Trinity. We don't begin anything without the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Und deswegen, immer wenn wir Zeit haben, sollen wir uns daran erinnern. Und wir tun das auch, allein wenn wir das Kreuzzeichen machen und beten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann rufen wir uns das in uns wach. Even if it is a sign of the cross, but it is a sign of the Trinity. Auch wenn es das Zeichen des Kreuzes ist, sprechen wir dazu die Worte der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. And why we say this upon us? Because he is in us. Und warum sagen wir das über unseren ganzen Körper? Weil dieser dreifaltige Gott in uns ist. In one of the retreats I preached in Germany, in some place, a woman, an old grandmother, 82 years old,
She was so excited of this understanding. Einmal, als ich da in Deutschland, einem Ort, diese Dinge in Exerzitien gesagt habe, gab es dort eine 82-jährige Großmutter und die war völlig überrascht und aufgelöst, als sie diese Dinge alle verstand und hörte. And she said, oh, I am now 82 years old, but only now I understood the most holy Trinity's right in me from the time of baptism. And she started dancing. Und sie sagte, ich bin jetzt 82 Jahre alt und jetzt erst verstehe ich, dass die allerheiligste Dreifaltigkeit schon seit der Kindheit in mir wohnt. Und sie war darüber so froh, dass sie begann zu tanzen. Yeah. That is Christian experience. Das sind die Erfahrungen des christlichen Lebens. The whole Germany should dance. Ganz Deutschland sollte tanzen. The experience of the Trinity. Die Erfahrung der allerheiligsten Dreifaltigkeit in uns. It can bring only joy, 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 joy. Das kann als Frucht nur Freude bringen, Freude. There is a song. The joy of the Lord is my strength. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. 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 You want to sing that? Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Stand up. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. 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 He gives me living water and I thirst no more. Er gibt lebendiges Wasser und ich dürst nicht mehr. Er gibt lebendiges Wasser und ich dürst nicht mehr. Er gibt lebendiges Wasser und ich dürst nicht mehr. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. 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 Thank you. So this is when you experience the Holy Trinity within us through prayer. Wenn ihr durch das Gebet erfahrt, dass die allerheiligste Dreifaltigkeit in euch wohnt, it brings such a peace. Dann bringt joy. Das Frieden und Freude hervor. Yes. Peace and joy. Friede und Freude. In spite of many problems we may have. Trotz aller Probleme und Schwierigkeiten, die rundherum yes. sind. That will be there. Another. Das bleibt und das ist da. But in the midst of these problems, you will have peace and joy. Und mitten in diesen ganzen Problematiken haben wir Frieden und Freude. Okay. Shall we go a little detail on the prayer? Sollen wir ein bisschen detaillierter auf das Gebet eingehen? Yeah. This okay. is 2566 says, man is in search of God. In the act of creation, God calls every being from nothingness into existence. Im Vers 2566 steht, der Mensch ist auf der Suche nach Gott. Durch die Schöpfung ruft Gott jedes Wesen aus dem Nichts ins Dasein. Yes. That's the point. Das God ist ein entscheidender Punkt. Calls every being from nothingness into existence. Durch die Schöpfung ruft Gott jedes Wesen aus dem Nichts ins Dasein. We must believe this. We exist because of God, and God created for Him. Wir müssen das verstehen. Wir sind nur da durch Gott. Gott ist unser Schöpfer.
Er hat uns ins Dasein gerufen und wir existieren für ihn. Yeah. For God. Für Gott. He created us from nothing. We were not there at that time. Er hat uns aus dem Nichts geschaffen. Wir waren vorher nicht da. It was not our plan. Das war nicht von uns geplant. Verstanden? Verstanden? We are made for God. Wir sind für Gott geschaffen. Crowned with glory and honor, man is after the angels, capable of acknowledging how majestic is the name of the Lord in all the earth. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist der Mensch, wie schon vor ihm die Engel, fähig anzuerkennen, Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. It is from the Psalm 8. Das ist aus dem 8. Psalm. O Lord, our Lord, how awesome is your name through all the earth. You have set your majesty above the heavens. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über dem Himmel breitest du deine Hoheit aus. Okay. You created less than angels. Were this? Is it in this? No, six is yes. No. Yeah. Six. Six. But six is. Yet you have made them little less than a god, crowned them with glory and honor. Du hast sie nur wenig geringer gemacht als Gott, hast sie mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Yeah. Can you believe this? Könnt ihr das glauben? Crowned with glory and honor. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Man is after the angels. Capable of acknowledging how majestic is the name of the Lord in all the earth. Da ist der Mensch schon wie vor ihm die Engel fähig anzuerkennen, Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Even after losing through his sin his likeness to God, man remains an image of his creator. And retains the desire for the one who calls him into existence. Selbst nachdem der Mensch durch seine Sünde die Ähnlichkeit mit Gott verloren hat, bleibt er nach dem Bilde seines Schöpfers geschaffen. All religions bear witness to man's essential search of God. Er behält das Verlangen nach Gott, der ihn ins Dasein ruft. Acts of Apostles 17:27 says. Aus der Apostelgeschichte 17:27. So that people might see God, even perhaps grope for him and find him. Though indeed he is not far from any one of us. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. So that people might seek God. Also die Menschen suchen nach Gott. Okay, then next is God calls man first. Gott ruft den Menschen zuerst. Man may forget his creator or hide far from his face. He may run after idols or accuse the deity of having abandoned him.
Yet the living and true God tirelessly calls each person to that mysterious encounter known as prayer. Mag auch der Mensch seinen Schöpfer vergessen oder sich vor seinem Antlitz verstecken, mag er auch Götzen nachlaufen oder Gott verwerfen, er habe ihn vor Gott vorwerfen, er habe ihn verlassen, so ruft doch der lebendige und wahre Gott unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet. God tirelessly calls each person to that mysterious encounter known as prayer. So ruft doch Gott unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet. In prayer, continue. In prayer, the faithful God's initiative of love always comes first. Beim Gebet geht diese Bewegung der Liebe des treuen Gottes zuerst von Gott aus. Our own first step is always a response. Die Bewegung des Menschen ist immer Antwort. As God gradually reveals himself and reveals man to himself, prayer appears as a reciprocal call, a covenant drama. In dem Maß, in dem Gott sich offenbart und den Menschen sich selbst erkennen lässt, erscheint das Gebet als ein gegenseitiger Zuruf, als ein Geschehen des Bundes. Through words, das durch Worte und Handlungen das Herz mit einbezieht. It unfolds throughout the whole history of salvation. Es enthüllt sich im Laufe der ganzen Heilsgeschichte. With this we make a, we conclude here for a break, for a pause. Wir fassen das hier zusammen für eine Kaffeepause. And we come back then after that to 4:45. Wir kommen um 4:45 wieder hierher zurück. Oh Lord, we thank you, Lord. Help us to understand more and more about the mystery of prayer. Oh Herr, wir danken dir und wir bitten dich, dass du uns hilfst, immer mehr die Geheimnisse des Gebetes zu verstehen. Sende deinen Geist aus und alles wird neu.